Hey, Otogada, and welcome to this short information video thing. I have to ask one big question, which is quite important. University will start soon, and so I have to set priorities with YouTube, Twitch, coaching, and so on. So my question is, and there will be a straw poll on the right top side of this video. And please participate in it. It's important to me for me to know. It will ask you, do you care about XCOM Enemy Within? Do you watch it? Do you like it? Something like that. I need to know how many people are actually interested in XCOM Enemy Within currently. With the latest issue I had, where the tell me. The safe stat was killed. I was thinking about maybe, because I hear it in the comments for Battle for Middle-earth 2 a lot that those people who watch that series want more and more Battle for Middle-earth, while it actually currently looks more than like that most people are not interested in XCOM. So my thinking was that I ditch out XCOM Enemy Within, stick with XCOM 2, StarCraft 2 so far, but then go up for Battle for Middle-earth twice in a week. Depending on how many people say, no, continue with XCOM Enemy Within, I want to see that, I need this feedback, you actually want to see that. Those videos take a long time, the missions are quite long. And if I ditch out that, I could produce way more other stuff with the university around the corner. But if you are still interested in Enemy Within, then I will continue to do this, of course. So that's the thing. Participate in the straw poll, please. Do it and tell me. And then I get a better picture of are you really interested or not. If I would go with the viewer count, actually, I would ditch it out like immediately. Now, with the thinking process, I have like 100, 200 people watching my Battle for Middle-earth and 5 to 10 watching XCOM Enemy Within. And XCOM Enemy Within takes longer to produce and to record than Battle for Middle-earth, so economy-wise, it wouldn't make any sense. But yeah, if you're interested in, then I will continue. So let me know and that would be really nice. Okay, so thank you for watching. Have a good one. I wish you a very nice day and goodbye. Hey, all zusammen und herzlich willkommen zu diesem kurzen Informationsvideo. Ich habe eine Frage, eine Umfrage, um genau zu sein. Und zwar wüsste ich gerne von euch, jetzt wo die Universität wieder losgeht, muss ich gucken, wie mache ich das am besten mit meiner Zeit. Ja, ich habe Seminare, Vorlesungen, ich habe noch eine Klausur nachzuholen, die ich verpasst habe und und. Lauter dieser ganze Mist geht jetzt wieder los. Zum Glück, Nesselsucht ist nicht weg, aber es geht mir soweit ganz gut mit dem Cortison. Ich kann damit leben, also toll. Und ja, da muss ich jetzt gucken mit der Zeit, wie mache ich das am besten. Mit Casten, StarCraft, Streamen, Herr der Ringe, Real Life, Universität und und. Also ganz viel Zeug. Und deswegen wollte ich jetzt wissen, weil ich halt immer wieder lese, ja, in den Kommentaren und das freut mich riesig. Also je mehr ihr kommuniziert und kommentiert und liked und das ist super. Fühle ich mich immer geehrt für. Hab das gar nicht gesehen. Hand aufs Herz. Danke. Webcam nicht gut eingestellt. Egal. Ich lese halt immer mehr, ja, also immer wieder mal, ja, mach doch bitte mehr. Einmal die Woche ist zu wenig. Und ich kann das verstehen. Und jetzt ist die Frage, ich würde XCOM Enemy Within raushauen, wenn nicht genug Leute sagen, stopp. Ich will das sehen. Also, Umfrage rechts oben auf dem Video müsste so ein kleines i sein. Draufklicken, Umfrage aufmachen. Vielleicht ist da auch kein i und da nur ein Link zu einer Umfrage. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Ich gucke gleich mal. Auf jeden Fall Umfrage. Oder in den Comment-Section unten hier, Kommentaren. Mal gucken. Irgendwo wird ein Straw-Poll, eine Umfrage oder sonst was sein, wo ihr dann sagen könnt, ja, interessiert mich so ein bisschen, interessiert mich gar nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das genau mache. Aber bitte nehmt dran teil, damit ich ein Bild davon bekomme, wie das ausschaut. Vielleicht splitte ich es noch in Englisch und Deutsch, damit ich da mal ein Bild bekomme, wie viele Leute
eigentlich hier Deutsch gucken und Englisch, vielleicht, ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall ist da irgendeine Umfrage und ich muss halt gucken, ja, wie schaut's aus? Ist da Interesse da oder nicht? XCOM dauert halt viel länger zum Aufnehmen als Herr der Ringe. Herr der Ringe kann ich immer schön in 20 bis 25 Minuten Parts splitten, meistens zumindest. Und bei XCOM kann schon mal vorkommen, da dauert eine Mission eine Stunde mit Vorgeplänkel und Zeugs, was halt ewig lang ist. Und wenn ich die Zeit dann nutzen würde für StarCraft und Schlacht um Mittelerde 2, dann würden wir da mehr vorwärts kommen. Ihr würdet das, also von dem, was ich weiß, würden sich das die meisten wünschen. Die Frage ist bloß, soll ich XCOM jetzt aufhören, abbrechen? Jetzt wäre ein guter Cut, weil halt die Aufnahme, das letzte Speicherstand wurde zerstört, da war irgendwas kaputt in der Datei, also wäre das nicht schlimm. Da jetzt zu sagen, okay, ich pausiere das, ich mache da erstmal Stopp und sehe, wie es weitergeht irgendwann oder mach's sporadisch, keine Ahnung. Muss ich wirklich gucken. Aber halt nichts regelmäßig. Von dem her, ja, bitte guckt's da rein in die Umfrage. Ich lasse das so eine Woche laufen, damit ich ein wirkliches Bild davon bekomme, dass auch jeder mitmachen kann. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, aber wichtiger ist eigentlich, dass ich das auf einen Blick habe, an der Umfrage teilnehmen. Also klar, Kommentare freue ich mich immer gerne, Vorschläge, alles, nur immer her damit. Und dann sehe ich mal, wie es läuft. Ich habe in letzter Zeit auch wieder eine sehr schöne Erfahrung gemacht, wo ich einfach viel zu aggressiv das Coaching advertised habe, Werbung für gemacht, das kam gar nicht gut an. Hat mir auch gezeigt, okay, ja, Free Stuff geil, aber wenn man es übertreibt, ist nicht gut. Also auch da wieder eine sehr wertvolle Erfahrung für mich durch YouTube und Reddit und Co. und Coaching und Zeugs. Richtig nice. Und ja, ich bin jetzt wieder zurück. Uni geht los und in letzter Zeit habe ich den Fokus etwas verloren. Hat man vielleicht auch gemerkt, dass ich, oh, ich will mehr Abonnenten und bla und blub und mehr Kommentare und mehr Likes und Und klar, will jeder. Mein Ziel wären die 1000. Das wäre so geil. Stellt euch das mal vor, 1000 Leute. Wow. Aber so wie es jetzt ist, ist auch total in Ordnung. Jetzt habe ich 286. Das sind echte Menschen überall auf der Welt. Und das Bewusstsein will ich jetzt wieder zurückbekommen. Dass ich nicht mehr auf die Abonnenten und auf die Likes gucke und Dings. Ja, ich freue mich. Und natürlich, je mehr, desto mehr freut es mich. Aber das soll nicht mein Hauptfokus sein. Der Hauptfokus wird weiterhin sein: Spaß am Spiel, Spaß am YouTube. Fertig. Ende der Geschichte. Also, vielen Dank fürs Anschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.